Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Mario Kart 8 ist super, ihr solltet alle mein Let's Play anschauen. So, damit wäre der Schleichwerbungsteil für diesen Part beendet und wir machen weiter mit diesem Pilzhaus. Ja, wir wissen, wie das funktioniert, Toad. Okay. Ja, Leute, kann sein, dass ich in diesem Part etwas leiser rede. Das liegt daran, erstens bin ich saumüde und zweitens haben wir hier gerade kurz vor 2 Uhr. Und mir ist gerade erst aufgefallen, ich habe für morgen keine Parts, also kein Part von Mario. Deswegen dachte ich mir, komm, wir wollen nicht noch einmal ohne Folgen auskommen. Deswegen nehme ich hier gerade um 2 Uhr morgens auf und möchte nicht allzu laut reden. Okay, wir holen nur noch kurz... Ach, super. Okay, wir haben 3 Bowser-Köpfe eingesammelt, glaube ich. Oh, das ist schon mal eine ganze Menge. Ich glaube, so gut waren wir noch nie im Let's Play. Obwohl 6. Doch, ich glaube, an diese Zahl kann ich mich erinnern. Okay. So, im letzten Part hatten wir noch Nabbit hat sich Nabbit blicken lassen. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns den auch kurz. Immer noch in der Zuckerwattenwolkenzone. Ich feiere diesen Namen einfach extremst. Mopsy. Okay. So, was gibt's denn zu erzählen? Ja, abgesehen davon, dass das Mario Kart 8 Let's Play echt super ist. Ja, Leute, das Spiel ist echt super, nicht so wie dieser blöde Goomba. Natürlich. Natürlich. Okay, ja, das Spiel ist echt super. Ich glaube, ich habe das in dem Part sogar noch angekündigt, in diesem Let's Play sogar angekündigt, dass ich das Let's Playen werde. Und dass ihr alle um 15 Uhr vorbeischauen sollt. Aber auf jeden Fall, ja, das Spiel ist echt super. Es macht mir bis jetzt riesig Spaß, privat zu zocken und aufzunehmen. Das, also, Nintendo hat mit dem Spiel echt nichts falsch gemacht. Ja, okay, blöder Goomba. Blöder Goombas! Okay. Nein. Verdammt, ja. Jetzt kommt er mir natürlich. Bleib stehen. Bleib zur Hölle stehen. Okay. Nein! Okay. Nein, na komm, ah Mann. Gut. Leute, wir müssen harte Geschütze aufstellen. Haben wir dann eine Feuerblume im Inventar? Ja, haben wir sogar. Okay, gut. Dann, ich glaube, das funktioniert echt. Wipp-Pilz-Rodeo. Okay. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir können ihn mit Feuerbällen verlangsamen. Wenn wir ihn dann treffen. Ich sagte, wenn wir ihn dann treffen. Ah, super. Okay, zack. Moment, das geht auch so. Oder so. Ja, perfekt. Oh, er konnte da ja nicht durch. Okay. Okay. Ja, das haben wir dann geschafft. Und wir haben gleichzeitig sogar noch Platz im Inventar freigeräumt. Für diesen Powerpilz. Gut. Okay. Wuhu. Ja, du hast Mopsy in jeder Welt. Wirklich? Oh, dann heißt es wohl, im Schloss kommt nichts mehr. Stimmt, das war, glaube ich, echt so. Im Schloss kommt dann kein Mopsy mehr. Also in Peach Schloss, das ist da hinten in der lila eine Riesenwolke. Weiter geht's mit der Rotation im Geisterhaus. Okay. Rotation im Geisterhaus, was soll das denn bitte bedeuten? Oh, nein, bitte nicht. Wieso? Okay, hier gab es viel zu viele Wege. Wie waren das? Hier kann ich nicht wieder durch. Nein. Das heißt, ich möchte wo lang? Achso, da, ich bin ja auch der richtige Held. Okay. Okay, und das ist das, was sie mit Rotation meinen. Interessant. Will ich hier rein? Nein, ich kann da nicht mal rein. Okay. Nein. Gut, zum Glück bin ich aus der Mitte geflüchtet. Zum Glück habe ich das getan, denn hier bekomme ich ja wieder so ein Teil. Okay, die Frage ist, will ich jetzt weiter? Nein, das Teil kommt wieder zurück. Okay. Oh, dieser Level ist mir irgendwie noch im Kopf. Also ich kann mich noch an ihn erinnern. Die Frage ist nur, wieso? Okay, hier können wir nicht rein. Nein, okay, das war mir klar. Hier kriege ich ein Trampolin.
Moment, ging es hier nach links? Nee. Aber es ging auch nicht hier lang. Okay. Dann wollen wir mal... Ich glaube, da rechts war eine Starcoin drin, ne? Nee. Ah, okay, okay, okay. War hier was? Ja, ein paar Münzen. Ah. Okay. So. Noch eine Feuerblume? Okay, brauchen wir zwar nicht, aber was soll's. Hey, 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 Mario, Mario, auf nach oben. Okay. Und jetzt konnte ich doch nach links, oder? Nee, aber nach rechts. Und hier ging es irgendwo nach unten. Ja, hier ging es nach unten. Perfekt. Ha, und das hat man jetzt hier gesehen. Ich kann das Teil nehmen, hier rüberwerfen und nach hier oben. Okay, und hier war, glaube ich, eine Starcoin und ein Secret Exit, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es nur der Secret Exit? Auf jeden Fall... Ah, P-Switch. Oh, oh, oh. Okay, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich muss schnell sein, ich muss schnell sein. Denn ich möchte... Ja, hier die blauen Münzen verraten. Okay, ich musste doch nicht schnell sein. Ah, das ist die letzte Starcoin. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Okay, dohoki. So, dann hätten wir Secret Exit. Mit einem schönen One-Up. Dann begeben wir uns gleich nochmal in den Level für die ersten beiden Starcoins und den regulären Exit. Okay, ich wollte am Anfang des Parts irgendwas erwähnen. Jetzt habe ich es vergessen. Das ist gar nicht gut. Gott, vielleicht fällt es mir wieder ein. Was war's denn? Was war's denn? Oh, oh, ja, wir haben ja gestern die 50 Abo-Marke geknackt. Leute, ey, das ist doch ein Grund zu feiern. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, vielleicht, weil ich das Video einfach viel zu spät hochgeladen habe, um 10 Uhr, ich glaube. Ja, 10 Uhr, ihr seid bestimmt alle schon so groß, dass ihr nicht alle um 10 Uhr pennen müsst. Aber ich meine ja trotzdem, das ist ja nicht, glaube ich, wirklich eine Zeit, in der man im Internet rumsurft. Bis auf mich, ich habe ja kein Leben und habe dieses Video hochgeladen. ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe das Video gestern hochgeladen. Und für die, die es nicht gesehen haben, ja, ich habe so ein... Erstens, das ist so ein Upload-Plan und zweitens habe ich halt da... mich einfach halt für 50 Abos bei euch bedankt. Ich meine, hey, 50 Abos, das ist schon ein Ding. Ich sag's auch mal hier noch in dem Part. Vielen, vielen Dank, Leute, für wirklich 50 Abos. Mit sowas hätte ich in meinem Leben nicht gerechnet. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Kann ich hier rein? Nein. Da, 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 da. Okay, hier komme ich rein. Also hier bestimmt Starcoin Nummer 1. Ah, hier ist so ein Typ. Okay, machen wir hier auf. Okay, dann machen wir hier auf. Nochmal. Hey, 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 hey. Achso, okay, der soll hier aufmachen. Nein, nein, hey, Typ, Typ. Oh, komm. Oh, komm. Das kann er doch nicht bringen. Das kann er doch nicht bringen. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Einen Block kaputt gemacht? Wirklich jetzt? Kann ich da wieder rein? Bitte sag, ich kann da wieder rein. Bitte, 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 bitte. Ja, ich kann da wieder rein. Bitte sag, der Typ ist noch da. Ich hätte ihn nicht kaputt treten sollen. Nein, das war ein Fehler. Oh nein, er ist noch da. Perfekt. Okay, gut. Da, da. Oh Gott, ich bin gleich nicht mehr da. Komm hier rüber. Komm hier rüber, komm hier rüber, komm hier rüber. Mach's kaputt, mach's kaputt. Braver Klops. Ah, nein, hey, hey. Okay, gut, das habe ich wieder. Tschüss. Okay, es ist die erste Starcoin. Perfekt. Die Frage ist, wo war die zweite? Okay, wir bewegen uns erstmal Richtung nach hier oben. Okay, bringt nichts. Einfach hier rein. Okay. Na, verdammt, hier waren diese blöden Blöcke. Aber wenn ich schnell genug bin, bekomme ich hier noch einen Pilz. Okay, und werde mich von den Teilen getroffen. Hier waren drei Blöcke. Hab nur zwei gesehen vorhin. Okay.
geht's, kann ich erstens hier rein. Oh, ich kann hier rein, dann ist da bestimmt Starcoin Nummer 2 drin. Oder. Okay, es sieht auf jeden Fall so aus, als gäbe es hier irgendwas. Wir müssen sagen, ich will nach links. Finde ich nicht cool, Leute. Oh, nein, ich will hier bleiben. Hey! Was ist Starcoin? Bewegt ihr sich einfach von mir weg. Okay, lass mich mal bitte hier durchbehus. Also den Block ist hätte ich nämlich gerne. Danke sehr. Okay. Dann hätten wir alle Starcoins und können jetzt einfach gehen. Durch diese Tür. Okay. Hey. Ah, komm, wieso? Uah, wo kommst du denn her? Nein. Uah. Ach komm, Leute. Kommen diese ganzen Blöcke her. Wow, okay, das war knapp mit dem. Okay. Komm. Hier rüber. Gib mir noch die paar Münzen. Hey, ich will noch die Münze da haben. Danke. Nein. Oh, perfekt. Und dann müsste hier das Ziel sein, oder? Oh, und das sind Fake-Boxen. Fake-Blöcke. Ja. So, zack. Zwar kein One-Up, aber was soll's. Mario-Time. Okay, Leute, wir haben nur noch 3 Minuten für den Part. Aber ich würde eigentlich sagen, wir beenden den hier etwas früher. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht mit mir. Bewegen uns erstmal nach Richtung hier. Okay. Wir wollen den oberen Weg gehen. Das heißt, wir gehen hier lang. Also wir wollen oben ankommen, das heißt, wir gehen hier lang. Okay, perfekt. Haben wir so eine Super-Eichel bekommen. Ist doch ganz hübsch. Ich würde sagen, wir hauen einen normalen Pilz dafür weg. Ja, bitte. Okay. Dann machen wir im nächsten Part weiter mit der Zuckerwattenwolkenzone 4, Springwolken und Bumerangbrüder. Okay, Leute, ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass wir jetzt 2 Minuten früher Schluss machen. Tut mir echt leid, dass der Part heute etwas ruhiger war und etwas leiser. Ich meine, es ist gerade 2 Uhr morgens. Ja, 2 Uhr morgens. Ich kann da nicht wirklich sehr laut reden. Außerdem bin ich müde wie Sau, deswegen ich hoffe, ihr seht es mir nach. Geht es morgen wieder weiter mit einem normalen Part, mit einem normaler Lautstärke und etwas mehr Elan in der Stimme. Tut mir wirklich leid, aber ich wollte da jetzt einfach nicht ein Video auslassen. Ich meine, wir haben oft genug einfach Pausen. In Anführungsstrichen Pausen, weil einfach Tage, an denen nichts kommt. Ja, ich hoffe, ihr habt Nachsicht mit mir. Das war's für heute. Mein Name ist Vitos und wir hören uns morgen oder heute um 15 Uhr oder um 17 Uhr, je nachdem, bei welchem Projekt ihr noch vorbeischauen wollt. Ja, wir hören uns da wieder. Ciao.